Hey Showstarte, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Ich bin schon so in 5 und ich will wirklich diese Shotgun haben. Deswegen, let me smoke some herb und give me that shot. Oh ja, das ist ein schönes Spielzeug. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich da... Warte mal. Kann ich da nicht einfach den... Was? Gewehr ablegen? Nein. Aber irgendwas hat sich da getan. Irgendwas hat sich da getan. Irgendwie... Oh, I see. Geh wieder zurück. Geh wieder zurück. Geh wieder zurück. Was? Oh God, what did I do now? Wesker! Barry! Help! Jill, you in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Whee! Ay, caramba! Barry! That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Du kannst mich auch angucken, wenn du mit mir redest. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Well, da kommen wir wahrscheinlich jetzt... Keine Zeit für Sandwiches. Ja gut, da kommen wir nicht mehr rein, aber das interessiert uns ja auch nicht. Wir haben die Shotgun, also von daher, who cares, wenn du eine Shotgun hast, right? Ja Mensch. Da wären wir beinahe ein schönes Sandwich geworden. Und man meinte, ich lese gerade im Chat nur, ich sollte die Chemikalie eigentlich noch gar nicht haben. Well, zu blöd, dass ich sie leider trotzdem habe. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ich habe keine Ahnung, wie ich Sachen einfach mal ablegen kann. Sonst würde ich jetzt in den Hauptraum gehen wahrscheinlich und das Ganze da hinschmeißen. Wie so ein Sack Kartoffeln. Oh, hi. Oh, hi, Mark. Ich lass dich mal da, ne? Außer dich! Guten Tag! Von einer Seite verschlossen. Rüstungssymbol. Okay, verstanden. Tumpelt ihr da mal rum? Das ist mir relativ was. Es sei denn, ich muss hier wieder zurück. Dann habe ich ein Problem. Dann habe ich sogar ein gewaltiges... Will das Spiel mir unterbewusst damit was sagen? Ich glaube, das Spiel will mir unterbewusst was sagen. Aber nur unterbewusst. Unter der Treppe. Moment jetzt. Oh, ernsthaft hol. Unten. Da unten. Unter der Treppe. Da, wo die anderen beiden Billows rumgepimmelt sind. Wieso sind die mal da, wo ich's... Ach, great. Kommen wir sowieso nicht durch. Well, there's no way out then. Ja, gut, gut, gut. Dann haben wir da wohl keine andere Wahl, meine Freunde. Na, wo seid ihr beiden Stinker? Ich weiß genau, dass ihr da seid. Washaba. Washaba. Da brauchst du gar nicht so rumzukacken. Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen. Ich höre dein Asthma. Aber... Bist du mal ruhig? Hi. Ich schieße zwar voll daneben, aber... Ja, Mensch. Achso. Yikes. You dead, son. You dead. Dip, 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 dip.
Was willst du? Pissbirne? You lose. Ist ja schön und gut, ne? Ist das hier der Safe Room, von dem Hul geredet hat? Oh ja. Er ist so wunderschön safeig und roomig. Nee, noch nicht. Oh. Oh. Warte mal, dann packe ich doch mal die dazu und hol die nur raus, wenn ich hier speichern will. Was ich eigentlich gleich machen will, davon mal abgesehen. Ich habe ein Erste-Hilfe-Spray, ich habe noch mehr Pistolenmunition, die nehme ich mal auch mit. Wir lassen mal den Unkrautvernichter hier. Und das packen wir auch gleich weg, weil da bin ich mir unsicher. Ich habe so das Gefühl, das werden wir gleich noch irgendwann brauchen. Was ist das denn? Treibstoffkanister. Nimm mit. Warte mal, Treibstoffkanister? Es ist noch Kerosin da. Auffüllen. Warum kann das noch mit Kerosin aufgefüllt? Aha. Es ist das, wovon man mich gewarnt hat. Oh, da ist noch mehr. Noch mehr Pompeng-Munition. Warme Licht entspannt man sich. Oh. Ist hier sonst noch was? Kisten? Nee. Okay. Gut, jetzt wollen wir aber einmal speichern. Just in case. So, dann packen wir mal ein paar Sachen in die Kiste. Speichern beendet. Obwohl er noch speichert. So, und dann packen wir mal die Dinger hier rein. Bin immer noch voll, aber ich glaube, den Schlüssel werde ich noch brauchen. Der wird, glaube ich, noch nützlich. Treibstoffkanister. Es sieht mehr aus wie irgendwie so eine Parfümflasche. Ich fühle mich mit dem Gewehr sicherer, sagen wir es mal so. Ja, Mensch. Ja, Mensch. So, man meinte zu mir, ich soll Sachen anzünden. Wo kommst du denn jetzt auf einmal? Du Pissbirne! So, wie zünde ich deinen Arsch an? Boah, hier was zum Well, das ist just... Das ist ja ganz dandy. Ja, super, da oben. Yes. Ich brauche noch ein Feuerzeug. Du gehst mir echt auf den Piss, Junge. Okay, bye. Entschuldigung, das würde gleich... What? Willst du mir auch noch sagen, dass die Türen kaputt gehen? Tür ist verschlossen. Wappen der Spencers ist in den Türgriff eingraviert. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi! Oh, shit. Fucking... Schluck das! Tür ist verschlossen. Rüstungssymbol. Okay, ich hab's begriffen. Hier kann ich aber durch. Jesus! Ah, draußen ist Freiheit. Dort, wo der... Oh! Das überlegt er sich zweimal! Der Schänder des verfluchten Sarges. Ja, great. Ja, warte mal, das war doch was mit den Masken. Aber von den Masken habe ich ja noch so gar nichts. Das ist ja ganz dandy. Da komme ich also nicht lang. Da ist eine scheiß Idee. Gut, das heißt...
Ich bin gerade echt ein bisschen out of ideas. Aber gut. Watscheln wir erstmal wieder zurück. In der Hoffnung, dass wir irgendwo ein Feuerzeug finden oder ein Streichholz oder... Ich warn dich. You dimwit! Ach, dich stört das nicht mal, wa? Ich meine, okay, why should it? Ich meine, ist da nur dein Kopf? Ne? Ist da nur dein Kopf? So, da können wir nicht... Oder? Können wir nicht zurückkehren. Okay, wie du meinst. Wie du meinst, Chef. So, lass mir mal gucken. Da war das und da war dir. Und da gehen wir jetzt auch mal hin. Okay. Oder? Ah ja, stimmt. Das war der Weg und das war das Bad. Und im Bad war nichts mehr. Genau. Okay, I make this up as I go. Vor allem Barry ist schon wieder weg. Wo bleibt der? Ja, ganz klasse. Jesus! Okay, you dead. Ach, ganz great. Kannst du mal aufhören damit? Du Mistvieh! Fucking hell. Oh, zieh doch ein bisschen schneller. Bitte. Das ist doch nicht dein Ernst. Das war dumm. Lässt du mein... Alter. Meine Güte, du Vieh. Du resistentes Mistviech. Weißt du, der eine, der denkt sich, nee, ich bleib lieber liegen. Aber du. Und das... Ja, das... Ja. Ich weiß ganz genau, dass da oben was ist und ich weiß... Es wurmt mich. It drives me nuts. Okay, jetzt habe ich es kontrolliert. Es funktioniert nicht. Oh, Warnung. Oh, wunderbar. Und alles an Heilmitteln ist jetzt irgendwo... fucking great. Das ist ja ganz denn. Barry! Got any good news? Nee. Still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Bad. Säuregeschosse. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Hast du mir jetzt gerade mein Inventar mit Säuregranaten zugeworfen, die ich noch nicht benutzen kann? Das sieht mir nämlich stark danach aus, wenn ich das mal so sagen darf. Für einen Granatwerfer, gefüllt mit Säure. Ja Mensch, gut, dass ich so einen schönen Granatwerfer habe, ne? Danke, dass du mir mein Inventar voll machst. Let me see. Let me think. Da ist eine Inventarbox gewesen. Da will ich jetzt aber nicht nochmal hin. Ja, Mann, ich weiß doch nicht, was ich brauche und was ich nicht brauche. Mensch. Das Ding hier, das schleppe ich schon seit Anfang an mit mir rum. Habe aber immer noch keinen Ort gefunden, wo ich es reindrücken kann. Und stattdessen habe ich jetzt kein Kraut mehr zum Rauchen. Und muss hoffen, dass mir nicht nochmal so eine Töle entgegenkommt. Weil das wäre wirklich the death of me. Manno. Da auf der Seite haben wir uns noch gar nicht umgeguckt. Auf der anderen Seite. Das fehlt noch. Ach, guck mal, wieder der Hausschlüssel. Der gute alte Hausschlüssel. Der gute alte, olle, zuverlässige.
So, wie viele wollen mich jetzt umbringen? Ja, hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Das ist, this is just what I need right now. Wenn mich hier jetzt irgendwas anfällt, bin ich hinüber. Von der anderen Seite festlassen. Fucking dandy. Ja, das ist ein... Es ist ein Holzbrett. Ay, caramba. Hätte Barry mir nicht hier Säuregranaten entgegengeschmissen, die ich gar nicht brauche? Ich will die auch nicht einfach weglegen. Das wäre ja Verschwendung. Right? Oder? Believe me, für mich ist das genauso troublesome. Was ist denn das? Ich finde jetzt hier Items, wo ich mir denke, so, what? What's that? Oh, endlich! Ich kann es nur nicht mehr tragen, weil mir Barry ein Granatwerfer-Munition gegeben hat. Ja, jetzt muss ich erstmal sowieso gucken, dass ich irgendwo hoffentlich nochmal ein Dings finde. Ein Schachbrett. Dass ich irgendwo was finde, wo ich meinen Kram mal wegpacken kann. Weil den Leiter hätte ich schon ganz gern. Oh, scheiße. Okay, warte mal, dann ist ja ganz gut. Jetzt habe ich einen anderen Weg ge... Du schon wieder! I'm really sick of your bullshit! Oh, fuck. Jetzt bin ich tot. Oder ich gehe einfach an dir... Okay, kotz dich zu von mir aus. Hauptsache, du gehst mir aus dem Weg. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, welche ich als erstes anzünde. Von euch Pissbirnen da vorne habe ich gleich nämlich die Schnauze voll. So. Was meint der Hohl jetzt? Pack erstmal das Wappen weg. Gut, wir drücken jetzt mal das Wappen weg. Wir drücken jetzt auch mal die Schrotflinte weg. Ich fühle mich dann zwar um einiges weniger sicher, but that's okay. Okay. Und das packen wir auch weg. Who needs that shit, right? Ah ne, warte. Ich will speichern. Weil ich hab Schiss, dass wenn ich da jetzt rausgehe. Ich habe noch 7 Stück von den Dingern, also. Ne. Ich glaube, das wäre schlimmer. Das Farbband verwenden. Jetzt sind die natürlich. Die beiden zünde ich als allererstes an, das sage ich euch. Diese beiden Pissbirnen, die gehen mir so auf den Keks. Jedes Mal, wenn ich hier durchgehe, ne, stehen die beiden Bilbos da und denken sich, hi, schön dich wiederzusehen. Und dann, ja. Diese beiden Pimmelköppe gehen mir echt auf den Keks. So. Jetzt hole ich mir den Leiter. Das heißt, ich muss da jetzt erstmal lebendig hoch. Mal gucken, wo der eine Depp jetzt steht. Vielleicht. Oder ich mach's einfach so. Du bist doch echt ein Arsch. Würdest du das lassen? Wieso habe ich jetzt auf dich geschossen? Ich meine... Geh einfach durch, geh einfach durch, geh einfach durch. Türgriff könnte... What? Ich bin hier gerade durchgekommen. Ich muss jetzt also den Gang da hoch und von da rein. That's just dandy. Wie wär's, wenn ich... Natürlich lässt du mich nicht einfach durch, right? Oh, aber ich lebe noch. Okay. Durch. Ich lebe immer noch, okay. Offenbar ist Warnung, bezieht sich nicht auf angeknabbert werden. Okay, jetzt ist es rot. Ja, das sieht um einiges gefährlicher aus. Ah, okay. Ah, okay. I see now. Okay, rot ist erst richtig gefährlich. Okay. Okay. Now I want my stuff. Eine fucking Hundepfeife. Really? Ein zerknülltes Memo.
Heute wies mir Spencer an, etwas zu verstecken, das ich hier finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa einen bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Laut dem Hund am Balkon, im ersten Obergeschoss an der Westseite der Terrasse, hört auf eine Hundepfeife. Westseite, erstes Obergeschoss, Hundepfeife, got it. Und jetzt kommen sie ins Spiel. Der Einzige, der in diesem verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. I got a gun. Does that count? Sie werden können ihnen das Halsband anlegen und Objekte, die Spencer versteckt haben will, darin verborgen. Wir werden die Aufgabe, nur ihnen anvertrauen, dass wir einen gebrochenen Lohn dafür erhalten. Es gibt einen Objekt, den sie schon haben wollten, nicht wahr? Aber dafür uns beide ein Vorteil. Okay. Wie du meinst, gib mir erstmal den Leiter jetzt. Nicht das Tagebuch. Das Tagebuch interessiert mich in Jack Shit. Gib mir den Leiter. Ja, jetzt ist hier Beizer Dasto, ey. Jetzt habe ich mit euch beiden da draußen nämlich echt ein Hühnchen zu rupfen. Ich sag's euch, von euch beiden habe ich jetzt nämlich echt den Schnuten voll. Weißt du, ihr pimmelt da draußen rum vor meinem Safe Point und geht mir tagtäglich aufs Neue auf den Piss. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt räucht's mir mit euch. Ihr Flitzpiepen! You will die! You will die, you fuck! Oder so, okay! I think he... Come on, der kommt nicht wieder, oder? Der hat keinen Kopf! Überprüf mal das Feuer, okay. Leiter. Schönes Ding. Ja, okay. Spiel mir nicht im Feuer, deine Jessica. Ganz süß. Okay. Ja, jetzt ist die Frage. Der Kerl reagiert jetzt ein bisschen kopflos. Halt die Fresse da unten jetzt! Von dir habe ich echt den Sack dicht! Mal ohne Witz! Du gehst mir nicht auf den Piss! Muss ich den jetzt hier auch anzünden oder kommt der nicht wieder, weil, halt die Fresse. Okay, weißt du was? Von dir. Ich hab echt die Schnauze voll von dir. Ich hab echt den Sack dicht von dir. Nee, halt dein Maul. You get a special treatment. Ernsthaft? Hammer's jetzt! Achso. Brauchen sie jetzt nicht. Na geht doch. Beizer Dasto, Motherfucker! Okay, also Crits sind Crits. Wenn der Kopf weg ist, kommen sie nicht wieder. Das hast du davon, Jim Bob! Das hast du nur davon! Blöder Penner. So. Back to business. Wir wissen jetzt also, in der Westseite ist ein Balkon. Dieser Balkon, da ist ein Hund. Und Hund ist nicht nett. So, warte mal, jetzt will ich aber nochmal wissen. Was ist jetzt, da war ja noch was anderes hier in diesem Gang. Das will ich ja mal kurz gucken. Hier so ein Holzbrett. What? Ich meine, ich kann es gleich unten in die Truhe packen, so ist es ja nicht. Aber ich muss jetzt mal wissen, was das ist. Es ist einfach nur ein Holzbuch. Keine besonderen Merkmale. Ich wollte gerade sagen, das ist... Ein Stück Papier klebt an der Seite, es ist unbeschrieben. Okay. Okay. Ich habe also ein Stück Holz gefunden, an dem... Okay. Damit lebe ich jetzt einfach mal. Die olle Holzplatte. Eben, kannst du beim Kaminraum mit dem Feuerzeug benutzen. Shit, wo war denn jetzt der Kaminraum? Fuck. Wo war der denn jetzt? Der war weiter vorne, nicht?
Stimmt, warte mal. Da war der, da waren wir doch relativ eben erst. Es war relativ hier. Irgendwo hier? Ach nee, warte mal, das war der Weg. Falsch. I am wrong. I'm wrong again. I'm so wrong. I'm always wrong. Und das Feuerzeug hat, so wie ich das jetzt schätze, keine begrenzte Nutzbarkeit. Nur das, der Kerosin. Das Serokin. Nee, warte mal, hier war das nicht. Hier war das Schachfeld. Wo war jetzt dieser... Ach, da den Gang runter, ja, genau. Gott, ich habe echt das Navigationssystem von Lorena Zorro. Das ist echt nicht feierlich manchmal. Oh, diese Stille, wenn diese kleinen Ficker tatsächlich die Fresse halten. Mensch, ich kann hier endlich ungestört längs gehen. Himmel, Herrgott, Zeiten nur eins. Stimmt, hier war das. Da habe ich mich doch gewundert. So, 10.000 Potplants, ja Mensch. Ich kann es nur nicht... Ach ja, warte mal. Ja gut, warte mal. Dann... War das hier nicht der Kaminraum? Nee, ich kam hier einfach nur nicht durch. Tür ist verschlossen. Helmchen, ja. Wo war jetzt dieser fucking Kaminraum, ich Idiot? War der da unten? Nee, warte, da war der Weg. Scheitballs. Feuer machen. Ich will ja Feuer machen. Kann ich das? Natürlich nicht. Echt jetzt? Decke. Ups. Oh. Oh. Habt ihr nicht gesehen. Feuer. Nimm das Buch. Das ist eine Karte. Oh, yes. Yes, please. Oh Gott, eine volle Karte. Oh, wie schön. Karte vom... Oh, that's nice. Und ich habe irgendwie ein Stück Brett angezündet. Jetzt erstmal Kräuter. So, warte mal. Ich kann ja eins mal so nehmen. Und schon sind wir wieder fit. Fit wie ein Turnschuh. Und den anderen nehmen wir auch mal mit. So, jetzt ist die Frage. Die Frage aller Fragen. Suchen wir uns jetzt... Hier im ersten Obergeschoss soll ja dieser... Im Westflügel. Wo soll dieser Balkon sein? Erstes Obergeschoss, das muss da an der Seite sein, aber da kommen wir sowieso nicht hin. Oder? Nee, da, das ist der Aufzug. Und für den Aufzug haben wir... Doch da, warte mal, da ist der Balkon. Aber da ist auch die Tür geschlossen. Komme ich also auch nicht durch. Das heißt, was ist jetzt unser nächstes Objektiv? Wo ist jetzt unser nächstes Ziel, wo wir uns hinbewegen sollten? Wir haben immer noch keinen anderen Schlüssel. Strom haben wir auch nicht. Wir haben keine Särge geschändet. Das ist also auch keine Option. Da draußen war jetzt auch nichts mehr. Ich werde mir das jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.